Im Aquarium gibt es verschiedene Gerätschaften, die Strom verbrauchen. Wie zum Beispiel die Beleuchtung, der Filter, Dosierpumpe, Heizung und so weiter. In diesem Video geben wir dir einige Tipps, wie du etwas Strom sparen kannst. Tipp 1. Dein Aquarium solltest du an einem warmen Ort, damit meinen wir Zimmertemperatur, aufstellen, wo es nicht so schnell auskühlen kann. Denn sinkt die Temperatur unter den Schwellpunkt, springt die Heizung an und fängt an, das Aquarium zu beheizen. Folge daraus: So schneller das Wasser abkühlt, desto öfter muss die Heizung angehen und verbraucht Strom. Stell jetzt aber nicht dein Aquarium in die Sonne. Das verursacht viele Algen. Lass es. Tipp 2. Sollte es doch in dem Raum kühl werden, kann man das Aquarium mit Styroporplatten unter und hinter dem Aquarium dämmen. So isoliert man ein wenig Wärme und sie verschwindet nicht sofort. Das würden wir empfehlen, wenn das Aquarium im Keller aufgestellt ist, wo es dann doch recht kühl sein kann. Tipp 3. Verwendest du eine Abdeckung, kannst du Reflektoren über deine Lampen bauen, damit du die Lichtquelle maximierst und kein Licht verloren geht. Außerdem strahlen ältere Lampen auch noch recht viel Wärme ab, die sie mit an das Aquarium abgeben können. Wobei diese meist dann auch noch einen höheren Stromverbrauch haben. Tipp 4. Verwende LED-Lampen. Diese sind stromsparender und in der heutigen Zeit schon oft Standard auf neuen Aquarien. Oft kann man diese auch schon per Smartphone steuern und somit auch die Lampenbeleuchtungsstärke reduzieren und somit Strom sparen. Unsere Aquarien laufen alle mit LED-Lampen und keine davon läuft auf 100%. Und wenn es doch keine LED werden sollen, können wir empfehlen, T5-Röhren zu verwenden statt T8. Tipp 5. Ist deine Technik vielleicht nicht mehr die neueste? Alte Filter, Pumpen, Lampen und so weiter verbrauchen meistens mehr Strom als die neueren Artikel auf dem Markt. Hier lohnt es sich mal umzuschauen und Gerätschaften auszutauschen. Ein Filter zum Beispiel hat heutzutage keinen großen Stromverbrauch mehr. Am besten schaut man, ob man sein älteres Gerät gegen ein neues austauscht. Wir selber verwenden nur eine Heizung im Aquarium, wenn es notwendig für die Tiere ist. Wir selber nutzen nur LED-Beleuchtung und dämmen unsere Aquarien nicht, da unsere Raumtemperatur konstant über 20 Grad ist. Selbstverständlich gibt es viele weitere Geräte, die im Aquarium verwendet werden können, die zusätzlich Strom verbrauchen, wie eine Strömungspumpe oder eine Dosieranlage. Die Kosten halten sich aber im grünen Bereich. Im Meerwasser-Aquarium hat man einen wesentlich höheren Stromverbrauch als im Süßwasserbereich, da dort mehr technische Geräte verwendet werden. Wenn ihr euch darüber ein Video wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare. Im Vordergrund sollte aber immer die Gesundheit der Tiere stehen, damit es ihnen gut geht. Wenn die Tiere eine konstante warme Temperatur brauchen, solltest du diese auch den Tieren gewähren und nicht, um Strom und Geld zu sparen, ihnen die Heizung entziehen. Hat dir unser Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Im nächsten Video geht es darum, welche Tiere bei dir einziehen sollten und was du beachten musst.